Ja, liebe Freunde, er hat keine Angst vor dem System oder den selbsternannten Eliten. Er fürchtet sich auch nicht von irgendwelchen Mainstream-Medien. Ihm geht's um die absolute Hinwendung zur eigenen Bevölkerung, also zu euch, liebe Freunde. Und der Michi hat es gerade richtig gesagt, wenn wir alle zusammenhalten nächstes Jahr, dann wird er der erste echte Volkskanzler von Österreich. Und hier ist er, unser Herbert Kicke! Angst, wenn sie das hören. Ja? Also, danke für diese, wie soll man denn das nennen, für diesen leidenschaftlichen, für diesen enthusiastischen Empfang. Positive Kanzler hat den Buckel runter. Seekirchen, melde gehorsamst, Herbert Kickl angetreten zum Weg in Richtung Volkskanzler. Also, ich hoffe, wir sind alle mit dabei. Also, es freut mich unheimlich, dass sich so viele heute an diesem Freitag am Abend für euch Zeit genommen haben. Zeit ist ein kostbares Gut. Dankeschön dafür. Danke, dass ihr da hinten auch die Strapaz in Kauf nehmt und diese Veranstaltung im Stehen verfolgt. Vorne ist jetzt ein Platz frei. Bitte, wenn es jemand nicht mehr aushält, der meinige steht zur Verfügung. Und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen. Und jetzt bin ich ein bisschen unverfroren vielleicht, aber ich leite natürlich aus eurer Begrüßung ab, dass ich ein bisschen freut, dass ich heute da bin. Nur, dass ihr zumindest neugierig seid. Und ich bin auch neugierig auf euch, aber ich habe schon gemerkt, ich glaube, wir passen ganz gut zusammen. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir heute da gemeinsam einen Abend verbringen können, ganz im Zeichen auch von Freiheit und Heimat. Und das sind ja zwei ganz, ganz wesentliche Dinge, die für die anderen Parteien gar nichts zählen, aber die für uns im Zentrum der Politik stehen. Und freuen tun wir natürlich auch, und das ist jetzt wieder für die Embedded Journalists, die sich da einer geschlichen haben, freuen tue ich mich natürlich auch, weil eure Präsenz und eure Freundlichkeit mir gegenüber ja zeigt, dass diese Verteufelungsstrategie und dass sie dieses Schlechtmachen und dieses Madigmachen der Freiheitlichen Partei und meiner Person der nächste Schuss in den Ofen ist von all den anderen Parteien. War ja ein Wunder gewesen, wenn das funktioniert. Funktioniert ja sonst auch nichts, oder? Also, wenn ich da runter schaue, dann wird es mir so richtig warm ums Herz. Weil dann sehe ich dort unten Alte und Junge. Alle Generationen sehe ich dort unten. Ja, ich bin mir sicher, es sind viele da aus der Umgebung, ein paar sind von ein bisschen weiter hergekommen. Pensionisten, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Unternehmer, Bauern, Beamte, Hausfrauen, Pensionisten. Alles das ist heute da in diesem Gasthaus versammelt. Und das ist ein kleiner Ausschnitt, sage ich jetzt einmal, von dem, was ich als Familie Österreich bezeichne und was mir so unglaublich wichtig ist. Weil um diese Familie Österreich kümmert sich die Politik seit vielen Jahren nicht mehr. Die kümmern sich um alles andere, nur nicht um diese Familie Österreich. Und da müssen wir sozusagen das Visier auch wieder richtig einstellen. Und ich möchte gerne so etwas sein auf der politischen Ebene wie ein Familienvater für diese Familie Österreich. Einer, der es gut mit euch meint, ein redlicher, ein ehrlicher Familienvater für die österreichische Bevölkerung. Wenn ich bei diesen Veranstaltungen umeinander bin, habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Das ist jetzt auch wieder für unsere Kritiker zum Mitschreiben. Bei diesen freiheitlichen Veranstaltungen, da kommen immer öfters Leute auf mich zu, die als Gäste in unser Land gekommen sind. Ja, legal, sage ich jetzt, nicht geschleppt über ein paar Kontinente. Aber die aus einem anderen Land zu uns gekommen sind und die bei uns Wurzeln geschlagen haben. Die sich um ihre Familien kümmern, die fleißig sind, die tüchtig sind, die einer Beschäftigung nachgehen, denen es wichtig ist, dass sie selber ein anerkannter Teil dieser österreichischen Gemeinschaft, dieser Familie Österreich sind.
die sind in der Zwischenzeit auch schon bei der Freiheitlichen Partei gelandet, weil sie nämlich nicht haben wollen, dass Islamisten und Unintegrierbare die Straßen und die Plätze unseres Landes genauso unsicher machen wie unser Sozialsystem. Und deswegen sind diese Leute inzwischen Wähler der Freiheitlichen Partei. Und es ist gut so. Das sind die, die wir brauchen können, weil auch wir darüber entscheiden, ob wir sie in unserem Land aufnehmen und integrieren. Und diese Leute. So wie wir es auch wissen, dass die eigentlichen Gefährder diejenigen Politiker sind, die diesen Wahnsinn der illegalen Völkerwanderung seit Jahren zulassen und nicht nur das, die ihn sogar noch schönreden und verklären und der Bevölkerung erklärt, dass das eine riesengroße Segnung ist, die da über unser Land hereinbricht. Das sind die wahren Gefährder. Und statt die eigene Heimat und die eigene Bevölkerung zu schützen, haben seit Jörg Haider nichts Besseres zu tun, als die Freiheitlichen zu verteufeln, weil wir die Einzigen sind, die vor diesen Fehlentwicklungen warnen. Und da muss jetzt einmal Schluss sein damit, liebe Freunde. Und nächstes Jahr schlägt die Stunde der Wahrheit. Und wenn wir den Volkskanzler haben, dann lassen wir die Bummerin leiten. Als Zeichen für den neuen Winter. Na, siehst du, jetzt hat sich jemand gefunden. Nicht? Der schaut, dass mein Platz nicht kalt wird. Danke dir natürlich auch, liebe Marlene, für deine beeindruckende Rede, die du heute wieder gehalten hast. Also es hat sich nichts geändert, sage ich, vom Temperament, das du hast. Und danke natürlich auch, und das ist jetzt schon der Unterschied, für diese beeindruckende Leistungsbilanz, die du heute schon vorgelegt hast. Weil das ist ja noch gar nicht so lang her, dass hier in Salzburg ein freiheitliches Regierungsteam angetreten ist. Ihr seid ja noch nicht einmal richtig warm gelaufen, ne? Und du hast schon so viel vorzuzeigen. Was glaubst du, wie ich mich gefreut habe, als Kärntner, der sehr, sehr oft auf dieser Dauernautobahn unterwegs ist, endlich wieder fahren statt schleichen. Ja? Und ich habe ja Ich habe schon gesagt, das muss ich gleich auskosten, wir fahren heute über den Süden zurück nach Wien, damit wir mal ein bisschen auf die Tube steigen können. Nein, das ist großartig, liebe Marlene, auch dieser Kampf gegen den Wahnsinn der Landesabgabe da als Teil dieser ORF-Gebühr, das ist der erste Teil. Und da haben wir ja auch schon von einer Aufgabenteilung von dir gehört. Ihr tut das, was man auf Landesebene tun kann, den Rest erledigen wir. Mit dem Volkskanzler und mit der Freiheitlichen Partei, eine stärkere Partei in der Regierung, ist die Haushaltsgebühr des ORF Geschichte, liebe Freunde. So einfach ist es. Die Herren sollen nicht zu lange damit kalkulieren. Und dass dem Problemwolf an den Kragen geht, ist auch eine gute Sache. Ihr wisst eh, auf der Alm, da sind die Wölfe, das Problem in der Politik, die Schaf. Da haben wir zu viele Problemschafe. Das ist da auch ein bisschen ein umgekehrtes Problem. Ja. Und ich freue mich natürlich auch drüber und ich bin sehr, sehr stolz auf dich, liebe Marlene, dass du einfach auch Verantwortung übernommen hast in so jungen Jahren. Das ist ja bitte keine Selbstverständlichkeit, das ist mir auch so. Da wären andere vielleicht auch uns ein paar Jahre älter werden, die wären vielleicht davongelaufen und hätten gesagt, da finde ich mal schon eine billige Ausrede und dieser Verantwortung stelle ich mich nicht, weil ich bin so jung und ich habe ja noch Zeit. Aber die Marlene hat zugepackt im Verantwortungsbewusstsein, in einer Verpflichtung gegenüber der Bevölkerung und du hast den schwarzen Stier bei den Hörnern gepackt, liebe Marlene, und ich bin mir sicher, beim nächsten Mal wirst du den runterrangeln auf den Boden und wir werden dir helfen dabei, damit wir dann eine freiheitliche Landeshauptfrau haben sollst du. Und es gefällt mir auch, dass du dich nicht ärgerst über diese Fouls, die man da begeht. Mein Gott, ein Blatt, dessen Kleinformat dem geistigen Niveau entspricht. Was ist nur aus dieser Kronenzeitung geworden? Zuerst hat es der Herr Bandi in Wien niedergewirtschaftet, jetzt ein Torwärter in Salzburg daran, dass aus dieser Zeitung sozusagen wirklich nur mehr ein Stück, ja, ich weiß nicht, Einheitspapier übrig bleibt. Aber lass dich nicht ärgern, liebe Marlene, weil du weißt, in der Politik ist es so wie beim Fußball. Die meisten Fouls und die schwersten Fouls werden gegen diejenigen begangen, die für die gegnerische Mannschaft die gefährlichsten sind. Und so gesehen ist das ein Kompliment, das du auf der Kronenzeitung bekommen hast.
Ja, und danke natürlich auch unserem Generalsekretär, dem Michael Schnedlitz. Ihr habt es alle miterlebt. Das ist halt der Generalsekretär, nicht? Wenn du das einmal vergleichst, dann siehst du das, was die anderen für klumpert haben in ihren Reihen. Einen bei der österreichischen Volkspartei. Ihr wisst, die österreichische Volkspartei, das ist diejenige Partei, die alles kopiert und nichts kapiert. Das ist die österreichische Volkspartei. Und da gibt es ja einen, nämlich diesen Herrn Stocker, der mit dem Vollmondgesicht. Das ist derjenige, der jetzt gegenwärtig, gerade in diesen Tagen, alle Zeitungsredaktionen abklappert und unsicher macht und ein paar Zettel mitbringt aus dem Innenministerium, wo draufsteht, unterm Kickl waren mehr Leute in der Grundversorgung bei den Asylwerbern als jetzt unterm Karner. Und dann kappt er die Geschichte. Ne? Und es stimmt, dass ich damals einen Haufen gehabt habe. Ja, liebe Freunde. Aber was er nicht dazu sagt, ist, dass die alle schon auf mich gewartet haben, wo ich überhaupt erst ins Innenministerium gekommen bin. Das war nämlich die große Erbschaft, die ich übernommen habe von einer unfähigen Mikl Leitner und von einem unfähigen Sobotka. Und deswegen habe ich so viele in der Grundversorgung gehabt. Aber ansonsten haben wir die Zahlen nach unten gebracht in einer erstaunlichen Art und Weise. Da können wir die anderen wahrscheinlich abschneiden. So arbeitet die österreichische Volkspartei. Und mir fällt da in diesem Zusammenhang ein Zitat ein von George Orwell. Dieser Orwell hat gesagt, die mächtigste Form der Lüge ist das Weglassen. Und genau diesen Teil der Geschichte hat der Herr Stocker weggelassen. So arbeitet die österreichische Volkspartei. Und deswegen muss man den Leuten immer sagen, wenn ein Schwarzer was sagt, muss das Gegenteil nehmen, dann stimmt's. Dann sind wir wieder richtig unterwegs. Ja, und für mich ist das klasse, wenn ich zwei so junge Politiker habe da, die ein bisschen Gas geben. Wenn die jungen Krieger Gas geben, dann kannst du der alte Häuptling ein bisschen gemütlicher angehen. Ne? Ich habe ja auch schon ein paar Kilometer am Tacho. Ich meine, ich bin noch ganz gut in Schuss, aber es ist für mich nicht unangenehm, wenn die anderen ein bisschen einen Betrieb machen und ich kann ein bisschen entschleunigen, wie man so schön sagt. Ihr wisst ja, wegen der Work-Life-Balance war es. Ne? Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, wir leben in einer unglaublich verdichteten Zeit. So kann man das vielleicht beschreiben, was ich da empfinde. Und vielleicht geht es euch genauso. Wenn du den Fernseher einschaltest oder ins Internet gehst oder die Zeitung aufschlagst, da geht es ja drunter und drüber. Nicht? Also auf der ganzen Welt eine Katastrophe nach der anderen, ein Krieg nach dem anderen, in immer kürzeren Abständen. In der Europäischen Union ist so, dass ein Irrsinn den nächsten Irrsinn jagt. Denkt einmal an, was das für ein Zustand ist, wenn eine EU-Kommissionspräsidentin einen Milliardenauftrag ohne jede Rückkoppelung und ohne jedes Verantwortungsgefühl mit dem Handy ausmacht, mit dem Pfizer-Hennis. Ja? Und jede Auskunft darüber verweigert. Das ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe von Irrsinnigkeiten. Ja, und wir haben in Österreich die größten Versager in der Regierung sitzen, die jemals ein Regierungsamt inne gehabt haben. Und deswegen ist es einfach so, dass unglaublich viel zu erledigen ist, dass unglaublich viel zu tun ist und dass wir eigentlich überhaupt gar keine Zeit zu verlieren haben, weil jeden Tag länger, wo diese Figuren in der Regierung drinnen sitzen, ist eigentlich für Österreich ein verlorener Tag. Für uns und für die kommenden Generationen. Seht ihr, und in diesen verdichteten Zeiten ist es dann so, dass die Leute natürlich, sage ich, sehr viel Grant haben und sehr viel Zorn und eine Wut und ein Ärger über alle diese Zustände. Aber in diesen Zeiten ist es auch so, dass ein unglaubliches Zeitfenster offen ist, dass die Leute mutig sind, sozusagen ihre Hoffnung zu investieren und auch mit einem Schritt zu setzen, einen Befreiungsschlag hin in eine bessere Zukunft und die Dinge wirklich zu verändern. Das ist die große Chance, die in diesen verdichteten Zeiten drinnen liegt. Seht ihr? Und da gibt's nur eine politische Kraft. Da gibt's nur eine, die willens ist und die dazu in der Lage ist, das Ruder in Österreich zum Positiven herumzureißen. Und das ist die Freiheitliche Partei, liebe Freunde, weil es nur mehr zwei Parteien gibt. Nur mehr zwei Parteien, uns und die anderen. Die anderen sind längst zu einer Einheitspartei verschmolzen. Ja, die hasen noch anders und die haben andere Büros und andere Farben, wobei manche bis heute noch nicht wissen, welche Farbe sie wirklich haben. Ja? Und ein paar andere Gesichter in der Auslage. Aber wenn du nachschaust,
auf den Kern der Politik, auf das, was sie in den letzten Jahren aufgeführt haben, dann wirst du draufkommen, dass es keine einzige Grauslichkeit gegen die eigene Bevölkerung gibt, die nicht eine Koproduktion aller dieser anderen Parteien ist. Und deswegen ist das keine böse Propaganda von einem freiheitlichen Parteichef, wenn ich sage, das ist eine Einheitspartei, sondern das kann man an Fakten überprüfen. Schaut euch das an, das ganze Asylchaos ist eine Gemeinschaftsproduktion aller anderen Parteien. Eine Gemeinschaftsproduktion. Corona, diese Maßnahmenpolitik, die so viel Schaden angerichtet hat und unterm Strich sind wir schlechter ausgestiegen als viele, viele andere Länder, die die eigene Bevölkerung nicht traktiert haben, ist eine Gemeinschaftsproduktion. Dieses Hineinkippen in diesen Klimakommunismus, angeblich alles alternativlos, eine Gemeinschaftsproduktion. Und das Hineintreiben Österreichs in einen Wirtschaftskrieg, der uns jeden Tag mehr auf den Kopf fällt, die nächste Gemeinschaftsproduktion. Und der Herr Bundespräsident ist auch eine Gemeinschaftsproduktion der Einheitspartei. Ja. Darf ich Red Bull trinken? Ne? Ich trink das neuerdings immer zu Ehren der sozialistischen Jugend. Und ihr wisst, was ich meine. Also der Bundespräsident ist auch eine Gemeinschaftsproduktion, weil die alle geglaubt haben, das ist der Beste, den man in dieses Amt hinein wählen kann. Ich bin ja anderer Meinung und ich glaube viele, viele Österreicher auch, und ich muss mich manchmal wundern, ich glaube der Hund von der Präsidentin von Moldau hat eine bessere Menschenkenntnis als die Vertreter der Einheit. Diese Einheitspartei, die merkt jetzt natürlich, dass eng wird. Die merkt natürlich das, was in der Luft liegt, und die merkt unsere Entschlossenheit. Und die merkt vor allem, dass wir einen immer engeren Schulterschluss mit der Bevölkerung machen. Und zwar einen Schulterschluss auf Augenhöhe. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ein Schulterschluss auf Basis von Respekt füreinander und ein Schulterschluss auf Basis von Vertrauen zueinander. Und dieses Vertrauen, das kann man nicht kaufen und dieses Vertrauen, das kann man nicht herbeimanipulieren, sondern dieses Vertrauen, das muss man sich hart erarbeiten, und Vertrauen bekomme ich nur dann, wenn ich Vertrauen gebe. Und ich habe vollstes Vertrauen zur österreichischen Bevölkerung, zu den normalen Leuten da draußen und nicht zu ein paar degenerierten, ich meine intellektuell degenerierten Eliten, die uns alle sagen wollen, wohin die Reise geht und keine Ahnung haben vom Tuten und vom Blasen. Ja, und so schließt sich der Kreis. Nicht? Also ich meine, bei uns ist die Hütten voll und die anderen trauen sich nicht mehr vor die Tür. Und heute habe ich hier die Abschlussveranstaltung unserer großen Heimatherbsttour, die vor fast zwei Monaten jetzt schon, Anfang Oktober, in Hartberg gestartet hat. Und ich weiß nicht, wer von euch Hartberg kennt. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig, es ist nicht gerade der Mittelpunkt der Welt. Ja? Und dort, in diesem Hartberg, ja, auf der in einem Eckerl in Österreich, ja? Aber dort waren in einem blauen Festzelt in 3 Stunden mehr Leute als bei 3 Kinofilmen über Sebastian Kurz in 3 Monaten in ganz Österreich. Und da sind ja Millionen investiert worden von den Leuten, die den Kurz da jetzt quasi politisch noch einmal exhumieren wollen. Nicht? Und dann kommt das raus, keinen interessiert es. Das ist ja eigentlich, da musst du ja Rotz und Wasser blären als Manager der österreichischen Volkspartei. Wenn da das passiert, dass dann bei der Kinopremiere weniger Leute sind, als bei der Premiere des Sebastian Kurz im Gerichtssaal. Und da werden wir noch ein paar solche Premieren erleben. Also das ist eigentlich unvorstellbar. Aber es ist überall so volles Haus und das zeigt mir, wohin die Reise geht. Und das zeigt mir, was los ist in diesem Österreich. Und ich sag's euch so, wie es ist. Jeder von euch kennt diesen Spruch, dass der Fisch am Kopf zu stinken beginnt. Und der Kopf einer Regierung ist halt einmal der Bundeskanzler. Und deswegen wollen wir genau dort ansetzen. Den Kopf muss man mal austauschen. Den Kopf austauschen. Österreich, liebe Freunde, braucht einen Bundeskanzler, der sich um die Bürger kümmert. Das ist das, was wir wollen. Und keinen Bundeskanzler, der sich um die Bürger kümmert. Da hat er etwas missverstanden, der Herr Nehammer. Bürger
Bürgernähe statt Bürgernähe. Ja? Ein Volkskanzler, ein Kanzler, der dem Volk dient. Da hat übrigens der Herr Kogler, der Partner, der Kompagnon vom Nehammer gesagt, das ist ein grindiger Ausdruck. Also war mir eine Bemerkung erlaubt, ist, es gibt in der österreichischen Innenpolitik nichts Grindigeres als den Werner Kogler. Und das ist also wir brauchen einen Volkskanzler und keinen Systemkanzler, wie der Nehammer einer ist, der dann vielleicht noch glaubt, dass die englische Übersetzung vom Bundeskanzler Burger King ist. Ja, den brauchen wir nicht, liebe Freunde. Den brauchen wir nicht. Mehr. Aber es passt halt zu seiner Politik, nicht? Wenn man dann den armen Leuten empfiehlt, dass wenn es sonst nichts zum Essen gibt, nichts Gescheites, dass man die Kinder hauptsächlich das Warme ist mit irgendeinem wertlosen Zeug quasi vollstopft. Das ist dann sozusagen Junkfood und das Junkfood ist nichts anderes als das Ergebnis seiner Junkpolitik. Und dann gibt es einen Shitstorm, vollkommen zu Recht, und dann ruhrt er zurück und sagt, ich habe ja nur über Leistung diskutieren wollen. Da ist er dann in der Rückwärtsbewegung und versucht zu retten, was zu retten ist. Aber die ÖVP hat nicht begriffen und die anderen dieser Einheitspartei auch nicht. Die haben nicht begriffen, dass beim Themenkomplex Arbeit und Leistung und Armut, ja, dass das Problem ein ganz, ganz anderes ist. Weil das Problem ist nämlich, dass wir in einem Land leben, wo immer mehr Menschen trotz Arbeit arm sind. Das ist ja das große Problem. Trotz Ganztagesarbeit, oft trotz Ganztagesarbeit und dem Haushalt muss ja auch irgendeiner machen und dieser wertvolle Arbeit und der Kinderbetreuung und der Altenbetreuung. Trotzdem sind diese Leute arm oder kommen niemals in der Komfortzone des Lebens an, wo man sich ein bisschen sicher fühlen kann, wenn man irgendwo ein paar Reserven hat. Trotzdem, dass viele Menschen ein Leben lang gearbeitet haben, geschuftet haben, unsere Pensionisten und nebenher ein paar Kinder großgezogen haben, die ganz, ganz wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft geworden sind und auch wieder alle fleißig und tüchtig sind und diese Werte weitergeben. Und im Alter sind sie dann in einer Situation, dass bald besser ist, wenn du statt einem Pensionsantrag einen Asylantrag stößt, weil dann kriegst du mehr heraus. Das ist der Zustand in Österreich. Der Nehammer und die anderen haben auch nicht begriffen, dass in Österreich mehr Leistung nicht mehr belohnt wird. Das ist nämlich das nächste Problem. Weil wenn ich doppelt so viel arbeite, verdiene ich nicht doppelt so viel. Und wenn ich bereit bin, jetzt einmal einen sauren Apfel zu beißen und Überstunden zu leisten, um halt einmal ein paar Jahre reinzuhackeln, um für meine Familie vielleicht auch was aufbauen zu können, dann straft dich dieses Steuersystem. Und wenn ein Pensionist hergeht und sagt, ich will was dazu verdienen, dann betätigt sich der Staat auch als Wegelagerer. Das ist das Problem. Und die gleichen, die das alles produzieren, sind nämlich lauter Eigenproduktionen. Da kann keine EU und sonst irgendjemand was dafür. Das ist am eigenen Mist gewachsen. Die gleichen, die das zu verantworten haben, sind dann diejenigen, die aber an jeden, der noch keine Sekunde in dem Land irgendwas eingezahlt hat, der niemals integrierbar sein wird, nicht integrierbar sein will, der sich in seinen Gegen- und Parallelgesellschaften herumtreibt und für die eigenen Leute ein Sicherheitsrisiko ist, dem geben sie gleich viel oder noch mehr Geld, als die eigene Bevölkerung bekommt. Seht ihr, und das ist das Problem mit Leistung. Und da hat der Volkskanzler viel zu tun, um Mode und Ordnung zu machen in dem Bereich. Und da ist auch die Sozialistische Partei keine Alternative, um Gottes Willen, mit diesem Bürgermeister von Dreiskirchen, der jetzt da die neue Lichtgestalt sein soll, nur weil er, ja, das zeigt zum Bussi-Bären hat, sag ich immer, weil er so ein bisschen bauerspackig daherkommt, ja, glaubt man halt, da kann keiner fliegen, was zu laut tun, ja. Aber ihr wisst eh, Dreiskirchen ist in Österreich das, was Lampedusa in Italien ist. Ja? Da gibt's mehr Illegale als Einheimische, das wollen wir nicht haben. Das ist kein Modell für die Republik Österreich, liebe Freunde. Und da darf man sich nicht täuschen lassen. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Mit dem Babler kann man sicher lässig ein paar Dosen Bier trinken. Aber darum geht es nicht, wenn es um die Frage geht, wer dieses Land als Bundeskanzler und als Regierungschef führen soll. Und deswegen habe ich gesagt und sage es immer wieder, dieser Babler, das ist ein faules marxistisches Früchtchen.
Das muss man, man soll den Marxismus nicht verharmlosen. Das soll er nicht verharmlosen. Wisst ihr, Morana, als ein Junger, auf die Idee kommt, in der Schule die Kreuze anzuzünden, wie der Herr Babler, ja? Dann glaube ich, muss man bei dem schon ein bisschen genauer hinschauen, ob da immer alles richtig gelaufen ist und ob der nicht vielleicht ein bisschen Unterstützung braucht. Aber mit, da kann man dann vielleicht noch beide Augen zudrücken und sagen, ja, ist eine Jugendsünde und der ist vielleicht gescheiter worden. Aber wenn der selber dann als 50-Jähriger in seinem Büro die Büsten aufstellt von Marx und von Lenin und wenn ich weiß, dass dieser Herr Lenin kein normaler Politiker ist, sondern ein Staatsterrorist, der die eigenen Leute bespitzeln, verfolgen, ermorden und einsperren hat lassen, ja dann weiß ich, liebe Freunde, dass der keine Sekunden gescheiter worden ist, sondern immer blöder mit fortschreitendem Alter. Das ist ja das Problem, sonst magst du es ja nicht. Und jetzt kommt halt der Marxismus im Gewand der Sozialdemokratie daher. Aber merkt euch eins, Marxismus bedeutet, auf Kriegsfuß zu stehen mit dem Eigentum. Marxismus bedeutet, auf Kriegsfuß zu stehen mit der Familie, auf Kriegsfuß zu stehen mit dem Vaterland und am Ende auf Kriegsfuß zu stehen mit dem Herrgott. Das ist die Kurzfassung des Marxismus und ich glaube nicht, dass das ein taugliches Zukunftsinstrument für Österreich ist. Und man darf sich ja nicht täuschen lassen, wenn die Sozialisten von sozialer Sicherheit reden. Wenn die von sozialer Sicherheit reden, dann wollen sie euch in ihre Abhängigkeit bringen. Jeder soll vom Staat alles bekommen und der Staat, das sind die Sozialisten. Und wenn du einmal da drinnen bist in dieser Nummer, dann kommst du dort nicht mehr raus. Das ist dann das, was man den Leuten in Wien erzählt, wo sie vor jeder Wahl die Haustüren abklappern im Gemeindebau und die Leute im Altersheim und so weiter verunsichern, weil man ihnen erzählt, wenn wir Sozialisten nicht mehr regieren, dann wird euch das alles weggenommen. Das ist das Gegenteil von sozialer Sicherheit und von Freiheit. Das ist eine brutale Form der Abhängigkeit. Dafür sind die Marxisten gut, aber für sonst gar nichts. Und den Parteitag angeschaut, weil ich wissen wollte, ob sie in der Zwischenzeit Zöhn gelernt haben. Ich habe mir das angeschaut ein bisschen. Und ich meine, wenn man sich das zu Gemüte führt, was die Herrschaften da im Bereich von Zuwanderung und Asyl von sich geben und was die dort beschlossen haben und was die dort für gut halten, dann kann man nur sagen, das ist eine Partei der Österreich-Zerstörer. Jetzt bin ich wieder. Die wollen quasi das Modell Dreiskirchen auf ganz Österreich überlegen. Ich habe mir ein paar so Schmankerl kann man ja gar nicht sagen, Grauslichkeiten sind das ja, herausgeschrieben, was die haben wollen. Das glaubst du ja alles gar nicht. Die Seenotrettungsmissionen im Mittelmeer sollen wir alle unterstützen, statt dass wir die Leute wieder zurückbringen nach Afrika. Ausbildungsangebote müssen offen sein für alle Asylbewerber. Dann weiß ich schon, wer die Ausbildungsplätze schafft. Die Caritas, die NGOs und sonst was, die schon bereitstehen, damit man dann sagen kann, jetzt haben so brav gearbeitet, sind so verfestigt und dann kriegst du es überhaupt gar nicht mehr raus. Das ist der Hintergedanke. Dann einen unbegrenzten Verteilungsschlüssel für Asylwerber in ganz Europa. Nur die Schlepper reiben sie die Hände. Das ist super. Wir brauchen es nur nach Europa bringen, irgendwo rein ins System. Die Europäer verteilen es dann schon irgendwie und Obergrenze gibt es keine. Das wollen die Sozialisten haben. Sichere Fluchtrouten für Afghanen und für Iraner. Ja, liebe Freunde, für das sind wir nicht zuständig. Das ist tausende Kilometer von uns entfernt. Wir waren zuständig für die Ungarn, wir waren zuständig bei der Tschechoslowakei-Krise, für die Polen, wo dort das Kriegsrecht ausgerufen ist. Wir helfen jetzt in erweiterter Nachbarschaftshilfe in der Ukraine. Wir haben geholfen bei Jugoslawien. Die sind auch nicht in den Nahen und Mittleren Osten geflohen, als es bei ihnen zu Hause drunter und drüber gegangen ist. Und mit denen haben wir all diese Probleme nicht gehabt, die sich mit anderen ergeben. Wir sind nicht zuständig. Aber das ist wahrscheinlich für die Sozialisten der Auftrag, dass wir es einholen müssen. Eine Katastrophe. Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan, das ist das Nächste. Kein Verlust der Staatsbürgerschaft bei Straftaten. Ja, da wird's da schlecht, liebe Freunde. Und jetzt kommt das Allerbeste. Das ist die sozialistische Partei, wo die ÖVP keine Sekunden ein Problem hat, mit denen zu koalieren. Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man mal den Wählern der ÖVP und das muss man auch den kleinen Funktionären der österreichischen Volkspartei sagen, was das heißt. Stellt euch das einmal vor. Jetzt haben die Schwarzen jetzt 37%. Das machen die nie mehr. Nie mehr. Nach der nächsten Regierung, weiß ich nicht, machen es 23, 24, wann überhaupt.
also nach der nächsten Wahl. Und dann müssen sie eine Koalition machen mit den Sozialisten, und weil sie das auch nicht ausgehen wird, brauchen sie eine Linkspartei noch dazu, und da werden die Grünen bereitstehen. Ja, mach ja alles, öffne nackt. Das sind die Grünen. Und das schafft man. Und das heißt dann, dass diese ÖVP dann in der eigenen Koalitionsregierung, die jetzt schon mit den 14% Grünen nicht fertig geworden ist, dann die Minderheitspartei in einer linksgeführten und linksdominierten Koalition ist. Ihr wisst ja, was das heißt, das ist der Kniefall vor Marxismus, das ist der Kniefall vor Multikulti, und das alles nur, um irgendwie am Futterdruck der Macht zu bleiben. Und liebe Freunde, eins garantiere ich euch, das werden wir Hand in Hand mit der österreichischen Bevölkerung verhindern. Weil das ist ein Attentat auf Österreich. Bin ich schon fertig mit den Sozialisten? Eins noch, weil ich das habe ich heute gelesen. Im Profil ist gestanden, dass der Herr Babler jetzt 1400 Experten aufbietet, dass er sich von 1400 Experten unterstützen lässt gegen Kickl. Naja. Und mir ist da was eingefallen, ich weiß nicht, das habe ich mal aufgeschnappt, als Student, ist interessant, ihr alle kennt den Namen Albert Einstein. Und der Albert Einstein, das war ja ein großer Physiker, und der hat die ganze Physik da mal auf den Kopf gestellt mit seiner Relativitätstheorie. Und wo er das alles dann in die Öffentlichkeit gebracht hat, da hat es natürlich einen Riesenhaufen Widerstand gegeben, und da hat sich dann eine Plattform gebildet. Und die Plattform hat damals geheißen 100 Autoren gegen Einstein. Also waren es nur 100, jetzt sind es 1400, wurscht. Aber dann hat man den Einstein gefragt, was er denn dazu sagt. Dann hat er gesagt, wieso 100? Einer darf ja reichen, wenn er recht hat. Ne? Und genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Ja, also die Marlene hat schon angesprochen, das wird nächstes Jahr ein Superwahljahr auf allen Ebenen. Gemeinderäte werden gewählt, Bürgermeister werden gewählt, in Landeshauptstädten wird gewählt, Bundesländer wählen. Die Europawahl und die Nationalratswahl stehen vor der Tür, und jetzt bin ich wieder bei der Einheitspartei, weil die in Wahrheit für die allermeisten dieser Wahlen nur ein Programm hat, und das Programm heißt, die Freiheitliche Partei verhindern, ist gleich selber an der Macht zu bleiben oder sich endlich irgendwie mit in diesen Machtapparat hinein zu katapultieren. Und ich habe ein ganz anderes Motiv bei diesen Wahlgängen. Nicht Rache, wie man mir immer unterstellt, oder eine Revanche, weil ich nicht mehr Innenminister bin. Um Gottes Willen, ich beschäftige mich mit diesen Figuren gar nicht mehr. Schaut um die Zeit und die Energie. Mein Blick geht nach vorne. Das Motiv, das mich da antreibt und das, was ich erreichen will, ich will aus all diesen Wahlen einen Triumphzug der Wahrheit, der Freiheit und der Gerechtigkeit und damit einen Befreiungsschlag für die österreichische Bevölkerung machen. Darum geht es bei diesen Wahlen und nicht darum, dass diese Sesselpicker noch möglichst lang picken bleiben können. Und ich zähle hier auf eure Unterstützung. Da müsst ihr uns helfen dabei. Sind wir unterwegs im ganzen Land mit offenem Herzen, offenen Armen, offenen Augen, offenen Ohren, und da bin ich heute halt in echten Wirtshäusern und auf echten Straßen und auf echten Plätzen und in echten Veranstaltungssälen, und das sind echte Begegnungen, und da treffen wir echte Leute, und da habe ich dann keine Zeit für irgendwelche Fake-Veranstaltungen in irgendwelchen Fake-Wirtshäusern mit irgendwelchen Fake-Journalisten wie bei Puls 4 oder Puls 24, denen es keine Sekunde darum geht, eine freiheitliche Meinung zu erfragen, sondern die nur ihr Gutmenschen-Dasein und ihr Gutmenschentum dort ausrollen wollen, und wir sollen die Quote bringen. Na, dazu bin ich nicht bereit, und deswegen bin ich nicht hingegangen. So einfach ist das, weil der Puls... Der Puls des echten Lebens, der schlägt da, aber nicht bei Puls 4 oder bei Puls 24. Ja? Und dann haben sie gesagt, der Kickl ist feig. Naja, nicht jetzt weiß ich schon, ich bin nicht der Jüngste. Das bin ich nicht, da gibt es für Jüngere, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Mischung sozusagen aus Restjugend und Erfahrung. Das ist, glaube ich, nicht die schlechteste Mischung. Ja? Ja, ich bin auch nicht der Schönste, da gibt es viel Schönere, weil da unten gerade den Dom Kampasig.
Aber für meine Frau, ihr werdet es nicht glauben, bin ich immer noch der Schönste. Und das ist das Allerwichtigste. Ja? Und ich bin auch nicht der Größte. Das bin ich auch nicht. Wobei, weil mir das immer wieder vorgehalten wird, habe ich jetzt einmal nachgeschaut. Nicht? Kann nicht sein, dass das noch keinem Journalisten aufgefallen ist, dass mir der Wöginger nur bis dort hergeht. Ja? Interessanterweise ist das noch nie ein Thema gewesen. Aber ich bin noch einmal viel, ich habe noch einen gefunden, der 2 cm kleiner ist als ich. Ein gewisser Herr Selensky. Nicht? Und hinter dem bin ich auch zurück. War noch nie ein Thema. Ja, also das alles nicht, also, aber Feigheit, das kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen. Ich werde euch sagen, wie es wirklich ist. Ich kenne sie alle, ich bin lang nur dabei. Die Roten, die Schwarzen, die Grünen und die Schweinerlosen. Ich kenne sie alle. Und ich weiß, dass kein einziger von denen eine Sekunde lang den Mumm gehabt hätte, bei einer solchen Veranstaltung nicht hinzugehen. Da fällt ihnen die Schneid. Wenn die Medien mit den Fingern schnippeln, dann sind sie alle dabei. Und da geht es nicht darum, dass man sozusagen jetzt für die Bevölkerung etwas bewirken will, sondern da geht es darum, dass man ja keine schlechte Nachricht hat. Ja, nicht eine schlechte Schlagzeile, ein paar schlechte Zeilen, einen schlechten Kommentar. Und deswegen sind das keine Hürden, wenn sie dort antanzen, sondern Systemlinge. Das ist ja die wahre Feigheit. Medien und Politik verhabert. Das ist das österreichische System. Die Politik lügt wie gedruckt und die Medien, ja, die drucken die Lügen. Das ist die Arbeitsteilung in diesem System. Also keine Hürden, sondern Feiglinge. Und wenn ihr genau schaut, und jetzt bin ich wieder bei der Einheitspartei, zieht sich diese Feigheit wie ein roter Faden durch das politische Entscheiden oder Nichtentscheiden. Schauen wir es uns an. Die Einheitspartei ist zu feig, die Verantwortung für Corona zu übernehmen. Sie sind zu feig, dazu zu stehen, was sie der Bevölkerung alles angetan haben. Die Milliardenschulden, das Einsperren. Jetzt haben wir gerade den Jahrestag gehabt, vor 2 Jahren den Lockdown für Ungeimpfte. Bald haben wir den Jahrestag für den Impfzwang und so weiter. Aber dann stellen sie sich hin und sagen, wir wollen es nicht. Die Experten wollen es. Was nicht dazu sagen, dass es ihre Experten gewesen sind, die gemeinsam mit ihnen und mit den Medien alle Abweichler verfolgt haben und manche sogar ruiniert. Deswegen sage ich den Herrschaften, ich bin noch nicht fertig mit euch. Dass wir die Impfpflicht gemeinsam mit der Bevölkerung, dass wir das gehoben haben, das war erst der erste Teil. Wir sind in der Halbzeitpause. Wenn wir drankommen, dann kommt auf diesen oder folgt auf diesen größten Anschlag auf die Grund- und Freiheitsrechte, den es in diesem Land gegeben hat und wo alle Opfer waren. Auch die Geimpften, die man betackelt hat mit unhaltbaren Versprechen und wo man gesagt hat, ihr könnt das alles machen, es ist alles 100% wirksam und 0% gefährlich. Dann folgt auf das die größte Aufklärungsaktion, die es in der Republik jemals gegeben hat. So viel kennen die gar nicht schreddern, dass ich nichts mehr bin. Das verspreche ich euch. Ja, die Einheitspartei ist zu feig, unsere Neutralität zu verteidigen. Jetzt bin ich wieder bei den Schaf. Da ist man lieber ein Schaf mehr in einer großen Herde und lässt sich da vor den Karren der Amerikaner spannen, anstatt die Neutralität zu verteidigen, die uns lange gute Dienste erwiesen hat. Na, jetzt haben wir Trittbrettfahrer bei der NATO. Ich weiß nicht, ich halte das für keine gute Entwicklung. Diese Einheitspartei ist zu feig, unser Vetorecht auf europäischer Ebene einzusetzen gegen all diese Wahnsinnigkeiten. Es ist wurscht, ob es die Schuldenunion ist, ob es diese Milliardenzahlungen an die Ukraine sind oder jetzt die neueste Schnapsidee, dass die noch auch in der Ukraine Mitglied werden sollen in der Europäischen Union. Da steht ja als nächstes am Tableau. Satz mal nicht böse, dieses Land ist korrupt bis ins Mark, diese Ukraine. Die leben in Wahrheit nur von unseren Zuwendungen. Und aus Dankbarkeit sprengen sie uns die Pipeline in die Luft. Ja? Das, so verrückt muss man mal sein. Und kein Aufschrei, kein gar nichts. Jetzt müssen wir Österreicher noch betteln, ja, dass nach dem Jahr 24 dann in den Folgejahren dann ukrainisch, also die Ukraine das Gas aus Russland, wo wir einen langjährigen Vertrag haben, weiter nach Österreich durchleitet. Ja, wie verrückt kann man sein, dass man das alles mit sich machen lässt?
Stütze haben wir die mediale Aufregung vor, wenn wir draufgekommen war, dass die Russen das gesprengt hätten. Was da los gewesen wäre, was da los gewesen wäre. Bei der Baerbock warte ich gerade noch, dass er sich bedankt. Ja, also, das traue ich dieser Dame ohne weiteres zu. Ja, die Regierung ist Zweig, sich gegen diese Übergriffspläne der Weltgesundheitsagentur, diesen Pandemieplan zu wehren. Die tun uns lieber ausverkaufen, dass wir auch dort das Kommando verlieren. Ja, und sie sind Zweig, zurückzutreten, und der Bundespräsident ist Zweig, dass er es rausschmeißt. Also Feigheit, wohin du schaust. Und ich glaube, da sind wir aus einem anderen Holz geschnitzt. Weil ist natürlich auch die Frage, was treibt uns an? Ja, und ich sag das ganz bewusst in diesen Worten, die jetzt kommen werden, und ich sprich das nicht leichtfertig aus. Das, was mich antreibt und wo ich weiß, dass das auch meine Mannschaft antreibt, das ist nichts anderes als der unbeugsame Wille. Ich sag das nochmal, der unbeugsame Wille und die vollste persönliche Bereitschaft, nichts anderes zu sein als eure Stimme und euer Sprachrohr, als euer Werkzeug und euer Instrument und als euer Diener und euer Beschützer. Das ist es, was mich antreibt. Und ich glaube, das ist das edelste Motiv in der Politik. Und da gehört die Bereitschaft dazu, sich anzulegen. Ja, da wird es knarren und knirschen im Gepäck. Da werden wahrscheinlich ein paar Funken spritzen. Das geht nicht anders, ja, weil man sich anlegen muss mit all denjenigen, die es nicht gut meinen mit euch und die ihre Machtpositionen und ihre Mittel und ihre Möglichkeiten nicht dafür nutzen, dass wir euch kämpfen wie die Löwen, sondern für sich selber. In der Politik, dass ihnen gut geht, und in der Zeit danach, dass gute Geschäfte machen. Und wenn man das jemandem nicht glaubt, dann schaut euch diese ganze Signalblasen an. Schaut euch das alles an. Das ist das System. Da hucken sie alle beieinander, alle Farben, außer die freiheitlichen Medien sind auch mit dabei. Big Business, die ganzen Bankenbosse, alle zusammen aus einem politischen Spektrum, das nichts mit uns zu tun hat. Die haben alle die fetten Profite gemacht, die Kickerarbeiter, die stehen auf der Straße und der Steuerzahler hat den Scherben auf. Das ist das politische System. Die haben die falsche Prioritätensetzung. Also wie gesagt, da wird es rauschen und da wird es natürlich auch Verletzungen und Verwundungen geben. Das ist mir vollkommen klar, das geht gar nicht anders. Weil es um alles geht, ist mit allem zu rechnen. Und die werden alles aufbieten, was sie irgendwo auch in ihrem dreckigen Waffenarsenal haben. Ja? Aber ich sage euch das auch, weil mir immer wieder Leute auch bei solchen Veranstaltungen ansprechen, die nehmen mich dann zur Seite und sagen, entweder Herbert oder Herr Kickl, je nachdem, pass auf die. Oder passen sie auf sich. Manche sagen dann noch dazu, damit es dann nicht so geht wie in Jörg. Und ich sage euch nur eins. Wirklich, und das meine ich auch so. Fürchtet euch nicht. Ich fürchte mich auch nicht. Und fürchtet euch schon gar nicht um mich. Weil ich habe ein Lebensmotto, und das heißt, dem Mutigen gehört die Welt, liebe Freunde. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann kannst du nichts erreichen. Oder, wie es der Schiller so schön gesagt hat, der große Dichter der Freiheit, im Wallenstein findet sich das, sagt, und setzt du nicht das Leben ein, nie wird es dir gegeben sein. Und wir wollen ja leben in Würde und in Stolz und in Freiheit und nicht irgendwie dahin vegetieren in irgendeiner Form von Abhängigkeit und Unterwürfigkeit. Das ist nicht der freiheitliche Zugang zu den Dingen. Und ich habe eigentlich ein ganz gutes Bauchsensorium immer gehabt, für diese großen Entwicklungen, und mein Bauchsensorium sagt mir, sie werden scheitern. Sie werden scheitern an ihren bösen Absichten und an sich selbst. Und da braucht es nur Sebastian Kurz anschauen. Manche sagen, Karma schlägt zurück. Ja? Da werden die Leute eingeholt von all den bösen Dingen, die sie in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, wo sie sich alle für unverwundbar gehalten haben. Sie werden an sich selber scheitern und sie werden an unserem Schulterschluss mit der Bevölkerung scheitern. Und wenn wir Politik machen, so wie ich es beschrieben habe, dann sind wir im Reinen mit uns selber, und das ist etwas Wichtiges, und dann sind wir, wie man so schön sagt, in unserer Mitte. Und jetzt kommt's, wenn wir das sind, dann sind wir auch im Reinen mit der Bevölkerung und dann sind wir mittendrin in der Gesellschaft, liebe Freunde. Das ist mir ganz wichtig.
Wir sind die Mitte der Gesellschaft und wir sind kein extremer Rand. Nein, die FPÖ, das ist die Partei der Mitte. Wir sind die Partei der Normalität, wir sind die Partei des Hausverstands, wir sind die Partei des Maßes, wir sind die Partei, die all den Dingen zum Durchbruch verhelfen will, die die schweigende Mehrheit denkt und empfindet, aber wo du dir schon nichts mehr sagen darfst, weil bei uns gibt's ja auch Sittenwächter, keine islamistischen halt, aber andere. Und du wirst auch an den Pranger gestellt. Du wirst zwar nicht ausgepeitscht, körperlich, aber du kommst an den medialen Pranger und sonst was. Also diese Sittenwächter gibt's bei uns auch. Und wir werden all dem, was sich die Leute denken, erwarten, hoffen, was sie wollen, aber was sie sich nicht sagen trauen, weil man aufpassen muss, diesen Dingen werden wir zum Durchbruch verhelfen. Und deswegen sind wir die Mitte der Gesellschaft. Und nicht der Raum. Ich schaue eh schon immer auf die Uhr, dass ich nicht zu lang wäre, aber ich möchte euch noch eine kurze Geschichte erzählen, um das ein bisschen zu illustrieren. Und horcht's bitte genau zu. Ich war ja diesen Sommer recht viel in Österreich unterwegs, also inkognito, nicht mit einem großen Trost und so, ja, und nicht mit 25 Security, sondern so halt als Privatperson, nicht? Und dann fahre ich mal rein in ein Wirtshaus und dann bin ich mal irgendwo im Supermarkt und sonst wo. Und da kommt man halt mit den Leuten ins Gespräch. Und ich bemühe mich immer, etwas zu tun, was Politiker aus meiner Sicht viel zu selten tun und was viele wahrscheinlich gar nicht erkennen haben. Das ist nämlich Zuhören. Aber man kann unglaublich viel lernen, wenn man den Menschen zuhört. Und da erinnere ich mich gern zurück an das Gespräch mit einem Mann, der mir da seine Lebensgeschichte erzählt hat. War ungefähr in meinem Alter, weiß ich nicht, ein paar Jahre auf oder ab. Und die Geschichte spielt in Wien, aber das tut nicht wirklich was zur Sache. Das lässt sich überall hin übertragen. Und er hat mir erzählt, wie er so ein kleiner Bub war, da hat er in Wien gewohnt, in einer kleinen Mietwohnung. Der Vater war berufstätig, war derjenige, der das Geld heimgebracht hat, ja, Alleinverdiener. Und die Mama, hat er gesagt, die hat halt den Haushalt geschmissen. Die war Hausfrau, wenn man dieses Wort heute noch sagen darf, ohne dass man beschimpft wird. Da darf ich das, im Parlament darfst du das nicht machen. Die war auf jeden Fall die Hausfrau, die hat geschaut, dass aus dem Buben was wird, dass daheim alles läuft. Und im Haus, da hat es auch noch die Oma gegeben. Und die Oma hat halt ein bisschen mitgeholfen, soweit ihre Kräfte das noch irgendwo und die Gesundheit das noch zugelassen haben. Den Opa hat er nie gekannt, der ist im Krieg geblieben. Ja, und dort, wo die Oma halt Unterstützung gebraucht hat, hat er die Familie wieder zusammengehalten und umgekehrt ein bisschen auf die Oma geschaut. Und der Bub war in Wien in der Volksschule. Hat man gehört, das war eine riesengroße Klasse. So was gab es halt gar nicht mehr. So viele Kinder waren dort drinnen. Ja. Aber unter diesen ganzen Kindern waren zwei Ausländer. Das waren zwei Gastarbeiterkinder. Und er hat mir das so lieber erzählt, weil er gesagt hat, naja, die haben sich damals bestaunt, diese zwei, wie Exoten. Ja, das war jetzt nicht böse gemeint, sondern das war was ganz was Besonderes. Da waren zwei Ausländer. Aber er hat gesagt, das war alles überhaupt gar kein Problem, weil es waren erstens nur zwei und zweitens haben sich die bemüht, sich zu integrieren und dazuzukehren und die Sprache zu lernen. Und der Lehrer, den er gehabt hat, muss ein ziemlich strenger, aber gerechter gewesen sein, so wie er das geschildert hat. Der hat schon geschaut, dass das alles läuft und dass die alle gut miteinander auskommen. Ja, und der Vater war fleißig und tüchtig, hat viel gearbeitet und die Familie hat sich ein bisschen was der Sport, dann haben sie einen Kredit aufgenommen und dann sind sie umgezogen und haben sich eine kleine Eigentumswohnung geleistet. Und die, weiß nicht, wer von euch Wien kennt, das war in der Nähe von Schönbrunn. Und dort sind sie dann hingezogen, wo der Bub ins Gymnasium gegangen ist und Schönbrunn, das ist also so eine riesige Parkanlage. Und er hat dann gesagt, am Nachmittag, wenn er von der Schule heimgekommen ist, ist er dann öfters mit seiner Mama eben in diesem Park auch spazieren gegangen. Und die hat ihm ein bisschen was erzählt über die Geschichte Österreichs und dass da auch in Schönbrunn und in Wien überhaupt sich ganz große Staatsmänner getroffen haben, ne? Die russischen mit den amerikanischen Präsidenten und die Außenminister und dass die da verhandelt haben wegen Raketen und alles mögliche und Abrüstungsvereinbarungen gemacht haben, dass Österreich halt neutral war. Und er hat mir gesagt, er hat das damals nicht ganz verstanden, aber er war stolz, ne? Weil er gesagt hat, das ist eigentlich ein Wahnsinn, so ein kleines Land und die Großen der Welt kommen da, daher, treffen sich in Österreich und machen da noch was Vernünftiges. Ja, um es abzukürzen, hat dann maturiert, hat Jus studiert, sehr erfolgreich, ist im Beruf erfolgreich, ist in der Zwischenzeit selber Vater von drei Kindern und hat mir gesagt, er macht sich unglaubliche Sorgen, was aus diesem Land und was aus seinen Kindern wird. Und ich habe euch diese Geschichte deshalb erzählt, weil da ganz, ganz viel drinnen steckt, was
für uns Freiheitliche wichtig ist und was für uns Freiheitliche wertvoll ist. Weil da ganz, ganz viel drinnen steckt, wofür wir freiheitliche Politik machen, was wir schützen wollen, was wir verteidigen wollen, was wir bewahren wollen, das ist ein wunderschönes Wort, was wir bewahren wollen, oder was wir wiedergewinnen wollen, dort, wo wir es schon verloren haben. Und ich glaube, dass wir bei allen diesen Dingen auf einer Wellenlänge sind mit der großen Mehrheit der Bevölkerung, mit den normalen Leuten. Und ich nehme euch jetzt die Geschichte ein bisschen auseinander, weil ihr dann auch sehen werdet, dass das alles ein Blödsinn ist, weil man behauptet, dass die Freiheitliche Partei immer nur dagegen ist. Ihr werdet jetzt sehen, es ist genau das Gegenteil der Fall. Was steckt drin in der Geschichte? Was steckt drin? Ihr habt es genau aufgepasst. Es steckt drin die Familie. Es steckt drinnen das Eigentum. Es steckt drinnen die Möglichkeit zum Aufstieg durch Leistung, also Chancengerechtigkeit. Es steckt dort drinnen, ja, Leistung, die sich lohnt. Es steckt drinnen unser Wertesystem. Es steckt dort drinnen unsere kulturelle Identität, unsere Sprache, das, wo wir alle drinnen verwurzelt sind. Es steckt drinnen unsere Heimat Österreich als ein neutrales Land. Es steckt drinnen Sicherheit. Es steckt drinnen Frieden. Es steckt drinnen bescheidener Wohlstand. Das alles steckt drin und wahrscheinlich noch viel mehr, wenn man genauer hinschaut. Aber seht ihr? Alle diese Dinge, alles das, was ich jetzt gesagt habe und noch viel mehr, das sind Bestandteile der Normalität. Alles das ist normal. Nichts davon ist extrem und gar nichts davon ist rechtsextrem, liebe Freunde, wie man uns immer unterstellt. Deswegen sage ich immer, wir sind nicht rechtsextrem, wir haben nur extrem oft recht. Das tut mir leid für die anderen. Da habe ich auch nichts dafür. Einfach nicht überreißen. Und das Interessante bei all den Dingen, die ich jetzt genannt habe und die Bausteine der Normalität sind, ist noch etwas. Ich habe gesagt, dass wir Freiheitlichen diese Dinge beschützen wollen, bewahren wollen, verteidigen, retten, wiedergewinnen. Und wenn man genauer hinschaut, dann werdet ihr drauf kommen, dass alle anderen Parteien sie ruinieren, zerstören und abschaffen wollen. Und das sage ich euch jetzt noch an ein paar Beispielen, damit ihr das am jeden unter die Nasen reiben könnt, wenn ihr euch nur mal schief anredet in diesen Angelegenheiten. Das erste ist die Familie. Wisst ihr, wenn ich von Familie rede und daherin traue ich mir das, ohne dass ich Angst haben muss, dass mir irgendjemand, dass ich einen Ordnungsruf kriege oder was ähnliches, dann rede ich von einer Familie, die aus einem männlichen Vater und einer weiblichen Mutter besteht. Ja? Und wenn du das im Parlament sagst, dann schauen sie dir an wie ein Außerirdischer. Ja? Das ist noch die beste Variante. Oder wie ein Hinterwäldler, ein Ewiggestrigen oder halt, du bist ein Rechtsextremer, wenn du so etwas sagst. Ja? Aber für uns ist es vollkommen klar als Freiheitliche, dass diese Familie die Keimzelle der Gesellschaft bildet. Und es ist halt einmal diese Kombination, die einzig mögliche, ob das deinen linken Spinnern passt oder nicht, aus der neues Leben hervorgeht. Und deswegen ist es in einer normalen Gesellschaft so, dass diese Familie einen besonderen Schutz genießt in der Gesellschaft. Ja, gesetzlich, in ihrer Stellung insgesamt, steuerlich, das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, deswegen. Mir ist das völlig wurscht, was irgendjemand in seinem Schlafzimmer treibt, ja, solange da sozusagen alles mit rechten Dingen noch zugeht, was das Strafrechtliche betrifft. Das geht mir überhaupt nichts an und da hat der Staat auch nichts drinnen verloren. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir deswegen trotzdem diese Familie hochhalten müssen, weil ja alles auf einem Weiterleben in den kommenden Generationen in Wahrheit beruht. Und deswegen schützt der Staat es, weil da zwei Menschen nicht nur Verantwortung für sich selber übernehmen, sondern auch für einen dritten oder einen vierten, für die Kinder nämlich, ja, die dann im Idealfall natürlich logischerweise auch alle entweder Buben oder Dirndl sind. Das ist halt einmal so. Ja. Das ist halt einmal so. Ja. Und diese Familie. Und diese Familie wird angegriffen und interessanterweise natürlich auch von der Österreichischen Volkspartei. Und die macht es immer hintenrum, weil offiziell sind sie eine Familienpartei. Aber man kann natürlich hergehen und den Verfassungsgerichtshof, den sie selber besetzt haben, instrumentalisieren. Und dann kann man hergehen und sagen, ja, aber das ist eigentlich ungerecht, dass dann die Gleichgeschlechtlichen nicht heiraten dürfen. Und dann gleichzeitig versprechen, aber wenn das durchgeht, wird es nie zu einer Adoption kommen für Gleichgeschlechtliche und, und. Und dieser Damm ist schon gebrochen. Das haben wir der Österreichischen Volkspartei zu verdanken.
ja, dass heute gleichgeschlechtliche Kinder adoptieren können. Jetzt kann man sagen, das Kindeswohl und so, glaube ich sogar, das ist durchaus möglich. Aber wo endet das? Wenn wir diese Tür einmal aufmachen, dann bringen wir sie nicht mehr zu. Und als nächstes wird irgendein Islamist dastehen und sagen, so, und was ist mit mir und meinem Harem? Warum bin ich diskriminiert? Warum gilt diese Beziehung nur für zwei und nicht für drei, vier oder fünf? Warum gilt das nicht? Ja, und ich befürchte, dass er bei unserer Rechtsprechung auch noch Recht bekommt. Und die nächsten sind dann von der linken Seite die, die die Kommunen betreiben. Haben wir alles schon einmal gehabt. Alles zum Kindeswohl, wo sie sich dann vergangen haben an den Kleinen. Ja, weil sie angeblich früh sexuell befreien wollten. Ja, aber du bringst das nicht mehr zu. Und gegen diese Form der Willkür setzen wir Freiheitliche uns zu wehren. Da sind die schwarzen, falschen 50er, so wie überall. Und die Familie wird auch angegriffen von den Linken. Ja, vollkommen klar. Ja, wenn ich die Geschlechterdifferenz auflöse und sage, es gibt nicht mehr zwei Geschlechter, sondern fünf oder sechs. Ich habe schon Varianten gesehen bis 27. Wenn die Narischen in Deutschland, und dann dauert es ja nicht lang, bis unsere das nachmachen, sagen, du kannst da jetzt jedes Jahr dein Geschlecht neu eintragen lassen, je nachdem, wie du siehst, dann ist das natürlich ein Angriff auf die Familie. Und der kommt von diesem 68er-Wahnsinn her. 68 ist nichts anderes als der Auftritt des Kommunismus auf der Universität. Und diese 68er haben gesagt, die Familie müssen wir deswegen zerstören, weil die Familie ist die Keimzelle des Faschismus. Weil der Vater ist sozusagen prinzipiell ein Tyrann und alle anderen Familienmitglieder werden unterdrückt. Und deswegen müssen wir im Sinne der Aufarbeitung dieser dunklen Zeit der Geschichte die Familie zerstören. Daher kommt dieser ganze Wahnsinn und der letzte Ausfluss ist dieses Aufheben der Geschlechterdifferenz. Jetzt muss ich eins sagen, dann kommt der Bundespräsident daher und macht dort auch noch mit. Ja, bei diesem ganzen Regenbogenkult, na, das kann ich euch sagen, beim freiheitlichen Volkskanzler, da gibt es keine Regenbogenfahne. Weder drinnen noch draußen noch wieder. Jeder, der das will, auf seinem Privatgrund aufhängen, aber sozusagen klein neben den staatlichen Symbolen hat das überhaupt nichts verloren. Da hängen ja noch vorher die Piratenfahne aus. Ja. Also. Aber ich war beim Bundespräsidenten, beim Spezialfreund von mir. Der macht dort auch mit. Und das ist das total Interessante, weil das heißt ja, dass auf die Naturwissenschaft in Wahrheit gepfiffen wird. Die Biologie zählt nichts. Und der Bundespräsident ist mitten dabei, das wird ersetzt durch die Sozialwissenschaft. Ja? Aber wenn es ums Klima geht, dann stellt sich derselbe Bundespräsident her und sagt, wir müssen der Naturwissenschaft vertrauen. Wir müssen auf die Biologie hören, ja? Und anders geht es nicht. Also was jetzt, Herr Bundespräsident, was? Ja? Und seht ihr, wie verrückt das alles ist. Und da braucht es eine normale Politik, da braucht es eine Unterstützung für die Familien. Das bedeutet für mich eine Unterstützung für die Kindererziehung. Waren ja die Freiheitlichen, die das Kinderbetreuungsgeld eingeführt haben. Das muss man ausbauen zu einem Müttergehalt. Ja, echte Wahlfreiheit, da bin ich sehr dafür. Gerade wenn es um die ganz Kleinen geht. Ich sage das immer wieder dazu. Ein Kind zur Welt zu bringen, das ist nicht nur der biologische Akt, damit er durch Trennung der Nabelschnur endet. Das ist es auch. Sondern ein Kind zur Welt zu bringen, das heißt, ein Kind vertraut zu machen mit der neuen Umgebung, in der sie ist. Ja? Ein Kind die Sprache beizubringen, ein Kind zu sagen, das ist der, so funktioniert das Leben in ganz behutsamen kleinen Portionen. Ja, wer kann denn das besser machen als die Mütter, die dieses Kind auch 9 Monate lang ausgetragen haben und dann auch biologisch zur Welt gebracht haben. Und wenn die Frauen das wollen, dann sollen sie das können und das muss der Gesellschaft was wert sein. Und hinten raus gilt es natürlich auch, es muss uns auch was wert sein, wenn eine Familie oder die Nachbarn sich um unsere Alten kümmern.
Das ist ja ganz wichtig. Jeder weiß doch, dass die alten Leute nicht von daheim weg wollen. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, so sagt man das. Und deswegen sollten wir diese alten Bäume auch nicht verpflanzen, solange es irgendwie geht. Und deswegen müssen wir diese Leute unterstützen, die diese Arbeit auf sich nehmen, die unglaublich wertvoll ist für uns alle. Das ist freiheitliche Familienpolitik und nicht Regenbogenfetzen irgendwo aushängen. Jetzt haben wir jetzt lang bei der Familie aufgehalten, aber es ist ein wichtiges Thema. Ist auch beim Staat im Übrigen so. Kommt auch vor in der Geschichte. Wir sind auch die Einzigen, die diesen Staat erhalten wollen. Wenn die Freiheitlichen vom Staat reden, dann reden wir von der neutralen, demokratischen Republik Österreich als am souveränen Staat. Für alle anderen Parteien sind wir in der Zwischenzeit der Filialbetrieb von irgendetwas, was über uns ist. Die Europäische Union, da redet man dann immer von einer europäischen Verfassung, die es gar nicht gibt. Oder diese Agenda 2030 oder die Weltgesundheitsorganisation, was der Teufel, was es dort alles gibt. Dort hat sich die Politik angekoppelt und von dort wird alles übernommen und die führen sie auch wie Befehlsempfänger und haben völlig vergessen, dass der Souverän die Leute sind, das Volk, dass ihr das seid. Dort haben sie sich völlig abgekoppelt und jede Verbindung gekappt. Und auch hier sind wir Freiheitlichen die Einzigen, die diese Verbindung wiederherstellen wollen, wenn wir halt die anderen Verbindungen nach oben ein bisschen zurückstutzen oder kappen, wo eh nur Blödsinn gemacht wird. Ne? Das ist der Staat. Und dann noch etwas, was mir ganz wichtig ist, das ist das Eigentum. Und da unterscheide ich mich fundamental vom Herrn Babler. Ich komme auch aus einer Arbeitersiedlung. Ja, das Profil recherchiert dort gerade, habe ich gehört. Ja, ja. Ist eine Arbeitersiedlung. Ja. Und dort haben keine reichen Leute gewohnt. Ja. Es war jetzt auch niemand so arm, dass er verhungern hätte müssen, aber es war, ist dort nicht der große Wohlstand ausgebrochen. Also, dass die Leute da irgendwo groß Eigentum gehabt hätten in Form von dicken Autos oder dass den Leuten die Häuser gehört hätten oder sonst irgendetwas, da sind wir ganz weit davon entfernt. Aber niemand von uns, niemand, ich nicht und auch die Kinder nicht, mit denen ich dort gemeinsam groß geworden bin, wäre deswegen auf die Idee gekommen, weil wir nichts haben zu sagen, die anderen dürfen auch nichts haben und jetzt müssen wir quasi alle enteignen, so wie die Kommunisten das tun. Also die Vermögenden treiben wir am besten aus dem Land ein und die, die nichts haben, die holen wir uns. Auch eine Form von Bevölkerungsaustausch. Allerdings kein guter, würde ich sagen. Wir wollten was ganz was anderes. Wir wollten durch Arbeit und durch Leistung es selber auch zu Eigentum und zu etwas bringen. Warum? Weil Eigentum ein Stück Freiheit und Selbstbestimmung ist. Wenn man was kehrt, dann kann ich darüber verfügen. Dann kann ich selber disponieren. Wem gebe ich das weiter? Das schafft Sicherheit. Wenn dir selber nichts kehrt, ja, dann bist du von anderen abhängig. Das ist die Wunschvorstellung der Linken. Aber das passt mit unserem Menschenbild eines freien und selbstbestimmten Menschen nicht zusammen. Und deswegen ist Eigentum so wichtig. Ich rede nicht von Luxus. Ich rede nicht von einer Yacht und von einer Villa und sonst was, sondern vielleicht von einer kleinen Wohnung. Vielleicht von einem Stückchen Grund, das jemandem gehört. Ein Bauernhof. Solche Dinge. Ja, ein bisschen Geld auf der Kante, damit man sozusagen unabhängig und frei sich bewegen kann und nicht dauernd Bittsteller bei irgendjemand anderen ist. Und wenn wir von Freiheit und von Eigentum reden, vergesst eins bitte nie. Jeder von uns kommt mit einem Eigentum auf die Welt. Und dieses Eigentum, das ist sein eigener Körper. Ja, das ist das allererste Eigentum, das wir alle haben. Und deswegen... Deswegen war dieser Übergriff auch ein so brutaler und ein unverzeihlicher, den man damals aufgeführt hat, mit dieser Zwangsimpfung und mit all den Dingen, die man der Bevölkerung angetan hat. Seht ihr? Und dieses Eigentum wird auch angegriffen. Von einer Wirtschaftspartei, von einer angeblichen, ja, die für Zustände sorgt, wieder mit den anderen Parteien gemeinsam, dass das Geld immer weniger wert ist. Die Kreditregeln erlassen haben, dass du heute schon reich sein musst, dass du einen Kredit kriegst, aber nicht so wie früher einen Kredit bekommen kannst, um dir etwas aufzubauen. Das geht ja alles nicht mehr. Oder indem sie zum Beispiel von der Europäischen Union wahnsinnige Sanierungsvorschriften übernehmen, wo du, ich weiß nicht, dein Haus meterdick mit Styropor zubicken musst und alle Gasleitungen und Ölheizungen ausreißen. Ja, wer soll denn das zahlen? Das ist ja auch ein Problem beim Erhalt vom Eigentum. Das ist der Angriff von der ÖVP. Und bei den Linken ist sowieso klar, beim Babler, der träumt von Vermögenssteuern und der träumt von Erbschaftssteuern, das kommt ja immer im Paket. Und dann sagen sie, Erben ist keine Leistung.
Das ist richtig, aber vom Staat auch nicht. Das geht den Staat überhaupt gar nichts an, wenn jemand sein Vermögen verehrt. Ja, also ihr seht, es ist unglaublich viel zu tun. Etwas haben alle diese Dinge, und ich kann es jetzt nicht alle durchgehen, die in der Geschichte drinnen sind, aber etwas haben alle diese Dinge gemeinsam. Kein Mensch hat euch jemals gefragt, ob ihr das haben wollt. Alles das ist über eure Köpfe hinweg entschieden worden, dann ist es eingerissen, dann ist es als Selbstverständlichkeit hingestellt worden, dann wird es als alternativlos bezeichnet. Kein Mensch fragt euch, aber ihr müsst es alle ausbaden. Und das ist das riesengroße Problem, vor dem wir stehen. Und das wollen wir Freiheitlichen wieder geradeziehen, durch eine Rückkoppelung all dieser wesentlichen Entscheidungen an das Volk, an den Souverän. So wie es in unserer Verfassung drinsteht, deswegen sind wir und niemand anderer die eigentlichen Verfassungsschützer in Österreich. Ja? Die anderen zerstören und ruinieren dieses Land. Und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Eins möchte ich euch noch sagen. Bitte lasst euch auch von niemandem einreden, dass die Freiheitliche Partei nur deswegen so stark ist, weil die anderen so schwach sind. Ja, diesen Schwachsinn, den lese ich immer wieder. Den hört man von Journalisten und den hört man von Experten von der Politik. Interessanterweise hört man dann meistens zwei, drei Sätze weiter, dass die anderen, die so schwach sind, die einzigen Regierungsfähigen sind. Das ist dann interessant. Dass das ein gewisser Widerspruch ist, fällt den Herrschaften nicht aus, aber auf, aber wir wollen sie intellektuell nicht überstrapazieren. Uns fällt es auf und das reicht. Ne? Nein, wir sind nicht deswegen so stark, weil die anderen so schwach sind, sondern wir sind deswegen so stark, weil wir die besseren Antworten haben auf die brennenden Fragen der Zeit. Auf diese großen Fragen, auf diese Weichenstellungen. Ihr habt es bei Corona gesehen. Wir haben Recht gehabt, auch wenn die das in 100 Jahren nicht zugeben werden. Das ist ihnen leider nicht einmal peinlich. Die glauben nur, dass Gras über die Sache wächst. Wir hätten jedem sein Recht gelassen. Dem, der sich impfen lassen will, genauso wie dem, der es nicht will. Und es hätte besser funktioniert, wie wir in Schweden gesagt haben, gesehen haben. Aber wir haben es gesagt, mir rinnt das Blut von den Händen. Wir haben den besseren Ansatz bei der Teuerung. Wir haben gesagt, man muss eingreifen, wenn die Leute sich das Leben nicht mehr leisten können. Dann muss ich bei den Mieten was tun und beim Sprit was tun und bei den Lebensmitteln. Aber dabei kann ich nicht stehen bleiben, weil das ist ja Fasel ohne Boden. Ich muss ja gleichzeitig die Ursache der Teuerung bekämpfen, sonst renne ich ja aus. Ja? Was nutzt mir denn das, wenn ich ein Unfallopfer zwar versorge und verbick und verbinde, aber dann lasse ich den armen Teufel in der Gefahrenzone liegen, dass das nächste Auto drüber fährt auf der Autobahn. Und dieser Patient heißt in dem Fall Österreich. Und ihn aus der Gefahrenzone zu bringen, heißt ihn aus diesen Sanktionen herauszuführen. Aus diesen halsbrecherischen, aus diesem Wirtschaftskrieg, wo wir nie hineingeraten hätten dürfen. Und da muss man sich halt mit anderen verbünden. Und es heißt auch, ihn aus diesem Klimakommunismus außerzuführen, wo wieder mit der Alternativlosigkeit argumentiert wird. Und wenn man wirklich glaubt, man muss ja Österreich als Industriestandort und Deutschland, ich weiß nicht, in ein paar Jahren zertrümmern und den Grund und Boden ruinieren. Ich kann ja nur hoffen, dass auch die Deutschen zur Besinnung kommen. Schaut eh ganz gut aus im Moment mit der AfD. Ja, also auch dort wird ein Wechsel notwendig werden. Wir haben die besseren Antworten beim Thema Asyl. Da reißt es alle, wenn ich sage, Festung Österreich. Na was denn sonst? Die Australier machen das auch. Und niemand hat gesagt, die Australier sind Rechtsextreme. Das ist ein anerkanntes Mitglied der Völkergemeinschaft, aber die lassen auch keiner. Und genau so müssen wir es machen. Keinen Asylantrag mehr annehmen. Außer es kommt jemand aus einem Nachbarland. Es kommt jemand aus einem Nachbarland, aber die Befürchtung habe ich momentan nicht und nur wer aus einem Nachbarland kommt, hat einen legalen Fluchtweg gewählt. Soweit führt die Fluchtroute, bis ins erste sichere Land, aber nicht über tausende Kilometer. Das ist was ganz was anderes. Wer das unterstützt, ist ein nützlicher Idiot der organisierten Kriminalität. Man muss das in der Deutlichkeit sagen. Gut, und wir haben die besseren Konzepte im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Gesundheit und so weiter. Ich möchte euch nur ansagen, dass alles das, was wir da politisch auch planen und wo wir jetzt in den kommenden Monaten sehr viel und intensiv darüber diskutieren werden, unter diesem einen wesentlichen Aspekt steht.
dieses Perspektivenwechsels, dieser totalen Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und der Abwendung von denjenigen, die glauben, über unsere Köpfe hinweg über uns entscheiden zu können. Das ist die große und gigantische Fehlentwicklung, die da in den letzten Jahrzehnten in immer schnelleren, immer kürzeren Abständen sozusagen Unsinnigkeiten und Grauslichkeiten anrichtet. Und das und nichts anderes ist Volkskanzler. Und wenn alle anderen Parteien sagen, diese Kickl-FPÖ, die muss verhindert werden und die müssen wir stoppen, dann heißt das nichts anderes, als dass eure Sorgen, eure Nöte, das, was ihr empfindet, das, was ihr denkt, dass das, was ihr wollt, dass das nicht der Mittelpunkt der Politik sein soll. Ja? Das wollen sie nicht. Ich will das haben. Ich will haben, dass genau das, was ich jetzt gesagt habe, der Mittelpunkt der Politik ist, genauso wie die Sonne der Mittelpunkt des Sonnensystems. Und die Politik hat sich um das herum zu drehen. Und die Herrschaften wollen das Gegenteil, die wollen selber die Sonne sein. Und wir sollen uns darum bewegen. Und das wird die Entscheidungsfrage werden bei den kommenden Wahlen. Genau darum geht's. Wer ist der Chef? Wer hat im Zweifelsfall das letzte Wort? Das Volk oder diese seltsamen Machtzirkel, diese Netzwerke aus Politik, Big Business und Medien? Meine Antwort, liebe Freunde, die kennt ihr und ich hoffe, ich liege richtig, wenn ich sage, ich kenne auch die eure. Wir werden uns, glaube ich, auf eine Backel schmeißen. Wir werden von jetzt an jeden Tag dazu nutzen, um das, was jetzt als Möglichkeit ausgewiesen ist, in den Umfragen zur Wirklichkeit werden zu lassen. Die Umfragen sind nur eine Möglichkeit. Wir wollen daraus eine Wirklichkeit machen. Und das, lassen wir das dann bringen. Und dass wir das zusammenbringen, hängt nur von dem ab, was wir jetzt jeden Tag unternehmen. An der politischen Arbeit, die wir leisten, an der Überzeugungsarbeit, die wir leisten, an dem, wie wir draußen auftreten und immer mehr Leute versuchen, auch von dieser Idee und von der notwendigen Umkehr zu überzeugen. Von dem, was in der Vergangenheit war, können wir uns nichts mehr kaufen. Nur das, was wir jetzt tun, auch bis zur Wahl und darüber hinaus, muss mit dem zusammenstimmen, was wir in der Vergangenheit getan haben und wofür wir in der Vergangenheit eingetreten sind. Dann ist das alles aus einem Guss. Dazu darf ich euch einladen, bitte einen Beitrag zu leisten. Wir fangen am Wahltag alle an bei Null. Null Stimmen für jede Partei. Und am Ende der nächsten Nationalratswahl, bei den anderen auch, hätte ich natürlich gerne, dass der blaue Balken am allerweitesten nach oben schnalzt, liebe Freunde. Es muss das Ziel sein. Und weiterschreien. Aber und einen kleinen Anklang-Zusatzwunsch hätte ich noch. Also erstes muss der Balken ganz oben sein, dann freuen wir uns alle miteinander. Aber ein bisschen an Respektsabstand. Zum Zweiten, den müssen wir uns auch noch erarbeiten, damit ein gewisser Herr in der Hofburg nicht auf blöde Ideen kommt. Dankeschön fürs Zuhören, einen schönen Abend. Auf die Bühne bitten. Wir wollen jetzt noch gemeinsam immer wieder Österreich singen. Tränen voller Stolz. Und
Heimatherbst, das hier im wunderschönen Salzburg. Jetzt ist natürlich noch Zeit für Fotos, Autogramme, persönliche Gespräche mit Marlene Swatzek, Michael Schnelitz und natürlich auch mit unserem Herbert Kickl. Vielen Dank, dass ihr heute alle mit dabei wart. Und nicht vergessen, wenn wir nächstes Jahr zusammenhalten, dann heißt unser Volkskanzler Herbert Kickl. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald. Thank you.